Die einzige Gelegenheit, bei der ich sonst mit Holz zu tun habe, ist, wenn ich meine Gitarre in der Hand habe. Aber so mit dem Grundstoff Holz an und für sich habe ich sehr selten zu tun. Das soll sich aber heute ändern. Ich bin nämlich hier in Hamburg-Dulsberg noch vor der Frauenhandwerkstatt und ich werde gleich Anne treffen, die mir ein bisschen was darüber erzählt, warum hier eigentlich ausschließlich Frauen an der Werkbank stehen dürfen und was man hier sonst noch alles machen kann, außer zu Tischlern. Komm mal mit. Das ist Anne, Möbeldesignerin und gelernte Tischlerin. Und hier nochmal ohne Maske. Das Problem ist, dass Frauen häufig einfach nicht gelassen werden. Also zumindest ist das, was ich viel höre in meinen Kursen. In ihren Kursen legt sie besonderes Augenmerk auf die Kreativität, nicht nur das bloße Handwerk. Es geht ums Gestalten. Zum Hobeln schauen wir, dass wir vorne den Fuß vor der Schneide aufsetzen. Mhm. Ja, damit der schön stabil ist. Das ist jetzt ein relativ schmales Stück Holz. Mhm. Das heißt, da musst du dann so ein bisschen aufpassen. Mal aus deiner ganz persönlichen Sicht gesprochen, inwieweit unterscheidet sich die Stimmung in so einer Werkstatt, je nachdem, ob, ich sag's jetzt mal ganz provokant, Mannsvolk anwesend ist oder nicht? Also, es gibt da auf jeden Fall Unterschiede. Ich habe ja auch als Tischlerin in Werkstätten gearbeitet, wo sowohl gemischt als auch nur, also ich die einzige Frau war, also nur Männer waren. Gerade für den Anfang finde ich es sehr angenehm, unter Frauen zu sein, erstmal nur. Ich hatte auch damals eine Kollegin in London, mit der ich viel getischlert habe, die mir auch viel beigebracht hat, obwohl ich hatte ja die Ausbildung, habe dann aber mit ihr ganz viel einfach Projekte verwirklicht und fand das sehr angenehm, da eine Frau zu haben, die mir zum Teil auch sehr reinen Wein eingeschenkt hat. Aber irgendwie komme ich damit besser zurecht und kam ich damit besser zurecht. Vielleicht nochmal so in a nutshell, welchen Typus von Frauen habt ihr bereits in der Werkstatt, aber welche möchtet ihr jetzt gerne noch ansprechen? Das ist so bunt bei uns. Also von bis, wir haben Frauen, die Vollzeit auch als Handwerkerinnen tätig sind. Wir haben aber auch viele Frauen, die einen Ausgleich suchen zu ihrem Schreibtischjob. Für mich war es das, dass ich irgendwas gesucht habe, wo ich mich entspannen kann, um Sport zu machen. Und ja, ich habe jemanden in der Arbeitsgruppe kennengelernt. Und die ist hier in der Werkstatt gewesen, dann hat die mich mitgenommen. Und dann hat es mir sofort gefallen und ja, seitdem bin ich hier. Ich bin hier gerne, weil hier verbringe ich meine Lieblingstage. Hier kann ich das machen, was meine Hände wollen. Ich habe mich vor vielleicht 3 Jahren entschieden, hier einzutreten, weil ich gerne was mit Ton machen wollte. Und weil ich das Konzept, wie es hier gehandhabt wird, sehr gut finde. Dass man frei arbeiten kann. Jeder probiert seine Ideen aus, man ist nicht festgelegt auf einen Kursus, kann aber immer fragen und sich orientieren an dem, was andere schon besser können als man selbst. Das ist ein sehr schöner Rahmen, um sich zu entwickeln. Ich hatte ja heute richtig Spaß, ich habe viel Neues dazugelernt. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gehobelt, was ich persönlich schon mal total feiere. Ich trinke Kaffee aus selbst getöpferten Tassen. Das heißt, an alle von euch, die ein bisschen Abwechslung vom Alltag brauchen, die sich ins meditative Tun stürzen wollen oder auch einfach mal Bock haben mit Holz zu handwerkern, kommt unbedingt her. Es lohnt sich unfassbar und ihr seid hier in einem wunderbaren menschlichen Umfeld.